Soweit unser Bericht aus Duisburg, wo sich offiziell das letzte Pokémon Go versteckt. Also wenn ich mich verstecken wollen würde, dann ganz sicher auch in Duisburg. Aber nun schalten wir live zu unserem Außenreporter Tjorben Eckermann. Tjorben, erzählst du uns bitte, wo du gerade bist? Hallo Frederik, ich stehe hier in Berlin am Prenzlauer Berg vor der ersten feministischen Kita Deutschlands. Die Kita Feminis. Ah, jetzt habe ich das kapiert. Vor mir stehen die beiden Gründer, Sibylle und Jonas Hassmann. Frau Hassmann, wie sind Sie denn darauf gekommen, eine feministische Kita zu gründen? Na, das fängt ja schon gut an. Wir sind GründersternchenInnen und meine Frau besteht darauf, mit Frau Hassfrau angesprochen zu werden. Oh, ja, natürlich, mein Fehler. Also, Frau Hassfrau, wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine feministische Kita zu gründen? Ja, es war schon vielleicht die Idee meiner Frau, aber die Umsetzung, da muss natürlich erstmal ein Mann her. Nicht wahr, mein Schatz? Es ist nämlich so, Frauen werden in unserer Gesellschaft immer noch unterdrückt. Stichwort Gender Pay Gap. Und nicht nur das, die können noch so gute Ideen haben. Am Ende muss man als Mann natürlich nochmal drüber gucken. Stimmt's nicht, Sibylle? Verstehe. Aber warum eine feministische Kita bereits die Kinder für den Geschlechterkampf instrumentalisieren? Kann das richtig sein? Frau Hassfrau, tragen Sie da nicht einen Kampf auf dem Rücken unschuldiger Kinder aus? Was heißt hier unschuldige Kinder? Haben Sie mal in die Schulen geguckt? Da werden die Mädchen beim Völkerball als letztes gewählt und als erstes abgeschossen. Das ist doch ein Unding. Auch Mädchen können abschießen. Es gibt ja schließlich auch genauso viele Kindersoldatinnen wie Kindersoldaten. Und die tragen bestimmt auch kein Pink. Das würde nämlich sofort im Kriegsgebiet auffallen. Die werden im Dschungel doch sofort hier, peng. Ja, aber wir sind doch hier in keinem Kriegsgebiet. Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Frau Hassfrau, befinden wir uns wirklich in einem Krieg der Geschlechter? Sibylle, reg dich bitte nicht auf. Nicht wieder hysterisch werden. Der Mann stellt hier nur höflich seine Fragen. Nicht alles ist Mansplaining. Oder wie ihr Weiber das immer sagt. Naja, jedenfalls versuchen Sie doch mal als Frau in einen Vorstand einer großen Firma zu kommen. Ich meine, Sibylle fühlt sich zu Hause ja schon wohl, stimmt's, Schatz? Aber die anderen Frauen, die brauchen Ellenbogen und einen langen Atem, so wie Monika Lewinsky. Na, das war jetzt aber schon ganz schön frauenfeindlich. Erzählen Sie mir mal nichts über Frauenfeindlichkeit. Sie mussten sich bestimmt nicht hochschlafen. Mensch, Sibylle, die Ida hat dem Luca schon wieder die Schippe über den Kopf gezogen. Das geht so nicht. So haben Mädchen sich nicht zu benehmen. Jetzt geh da mal hin und erklär ihr das mal. Das mit den Kindern ist ja wohl deine Aufgabe. Vielen Dank für diese Aufklärung, Tjorben. Schon erstaunlich, wie souverän und anschaulich Herr Hassmann uns die Probleme mit der Gleichstellung erklären konnte. Gibt es eigentlich gar keine qualifizierten Sekretärinnen mehr? Keine Ahnung, ich habe Journalismus studiert.